Das war's soweit mit den Samen. Können wir uns mal ein bisschen Essen da in die Leiste hauen. Dann schauen wir nochmal flott bei der Monsterfalle vorbei. Und da kommt schon wieder ein Tintenfisch an. So, da liegt jetzt was für die Tür parat. Aber nee, nicht jetzt. Das ist es mir dann nicht wert. Oh, da ist ja wahnsinnig viel. Das ist ja unglaublich, diese Ausbeute. Ein Pfeil. Kommt gleich noch ein bisschen Sprengpulver. Also wenn man jetzt mal hier stehen bleiben würde, dann würde das auch ganz gut aussehen. Ach, guck mal, da kommt schon wieder ein Inksack. Na, wann kommt er denn? Da war er. So, dann können wir das hier soweit mal ablegen. Und den Monstern so ein bisschen beim Sterben zusehen zum Beispiel. Ja, auch was Feines. Ganzen Creeper und Spinnen. Also die funktioniert schon, also da kommt schon ordentlich was runter. So ist es nicht. Nur wenn man halt hier runter geht, dann liegt da unten nicht so viel, weil da liegt nur das, was aus den letzten 5 Minuten da ist und das ist halt nicht viel. Und wenn man ein bisschen länger hier bleibt, dann wäre da auch eine ganze Menge mehr. Auch geil, wie diese Musik so gar nicht passt. Zu diesen sterbenden Monstern hier. So. Auch schon wieder ein ganzer Pfeil. Aber da kommt gleich noch was. Ja, jetzt hat man es wieder gehört. Und schon wieder und immer mehr. Nee, doch nicht. Das war nur, weil ich eben runtergegangen bin. Ah, da kommt noch ein Knochen. So, ich will jetzt ja hier aber nicht dauernd hin und her laufen und die Beute einsammeln. Sondern bei Risen-Musik will ich jetzt mal wieder hier die Leiter hochklettern. Ah! So, schauen wir nochmal gerade, was so auf den Etagen abgeht. Immer wenn ich schaue, was so auf den Etagen abgeht, geht nichts auf den Etagen ab. Ach, guck mal, da ist eh eine ganz in der Ecke. Hier ist nix. Ah, guck mal, da steht ein Creeper. Seht ihr ihn? Da. Ja, vom Zombie angesegelt. Man müsste diese Etagen eigentlich wesentlich größer bauen. Einfach, weil da dieses komische Licht ist. Wo keiner weiß, wo das herkommt. Und umso größer man die... Oh, hallo. Und umso größer man die baut, umso mehr dunkle Stellen gibt's halt. Und, naja, umso mehr... Oh. Wow, lauf. Wer auch immer hier irgendwo lauert. Ich lauf lieber ganz schnell ins Bettchen. Neuerdings kann man übrigens nicht mehr von unten schlafen. Man muss jetzt... das Obergeschoss benutzen. So, da ist die Leiter. Hey, this is crazy. And here's the ladder. So climb downstairs. Oder so ähnlich. Was können wir denn so am Inventar so ablegen? Schon wieder die blöden Kürbisse. Hier zum Beispiel. Ah, komm schon. Nö. Nö. Ach doch, warte, hier ist ein bisschen Sprengpulver. Und hier... nö, keine Ahnung. Tja. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Wir haben wenig Holz, ne? Kann das sein? Das ist eine interessante Textur. Sieht aus wie so eine Kiste, wie man sie auf Frachtschiffen kennt. So eine Holzkiste halt, weißt du?
Wir haben noch Jungle Wood, aber das ist ja relativ wertvoll. Deswegen man das jetzt nicht unbedingt zum Craften von Sticks benutzt. Darum gehe ich jetzt nochmal ganz flott, gehe ich nochmal eine Runde. Einfach um den Holzbestand aufzufüllen, denn Holz kann man eigentlich niemals genug haben. Da ist gerade ein Zombie krepiert, was heißt gerade vor ein paar Sekunden vermutlich. Mit der Hake haken wir uns durch die Blätter. So, kann hier jetzt... purzelt mal einer. Ja, wunderbar. Und ich mache das jetzt... können wir dich direkt mal einpflanzen. Und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich werde mir jetzt ein paar Knochen besorgen und dann einfach mit Bone Meal ein wenig züchten. Einfach, weil es einfacher ist. Und weil wir so viele Knochen haben. Und ja, sonst nichts mit den Knochen anfangen können. Außer Hunde tamen und naja, das hatten wir ja schon mal, ne? Das endet ja nicht gut. Dann kommt der sitzende, hoppelnde Hund und greift den Toni an. Das will ja keiner. Oh, das ist ja ein wahres Fest. So. Dann werde ich jetzt hier mal eine Stelle so ein bisschen frei machen. Damit der auch schön groß wachsen kann. Ja, so, das sollte reichen. Und dann haben wir die Oak Saplings. Setzen da innen hin, machen ein bisschen Bone Meal. Und legen los. Na, es ist ein Prachtexemplar. Richtiger Zuchtbaum ist das. So, so, so. Huch. Früher ist man übrigens bei solchen Aktionen... oh, ja gut. Bei solchen Aktionen in Minecraft gestorben, weil man dann in den Blätter hing und dann, naja, die ganze Zeit Schaden genommen hat. So wie ich es gerade im Baumstamm getan habe. So geht das doch dann ganz gut voran, denke ich. So, aber ich suche mir jetzt nochmal gerade ein anderes Fleckchen. Damit die Blätter da hinten nochmal verschwinden und wir dann neue Setzlinge kriegen. Bone Meal haben wir ja ohnehin genug. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz bei Order City. Oh, wir haben schon eine ganze... wir befinden uns schon im letzten Part. Schon 20 Minuten aufgenommen. Zeit für einen Schnitzel. So. Und ich würde sagen, bis die Axt kaputt ist. Oh. Ja. Holen wir uns kurz ein paar Setzlinge ab. Und dann können wir mit dem hier weitermachen. Oh, Prachtexemplar. Ich hoffe, dass wir dann auch gleich mal die Erntemaschine anschmeißen können. Jedenfalls soweit fürs Erste, damit wir ein paar mehr Samen kriegen. Und die dann auch schon bald, hoch, auch schon bald bepflanzen können. Also weiter bepflanzen können. Hey, ein Apfel! So. Und dann machen wir da noch einen. Und jetzt müsste die Axt dann auch gleich kaputt sein. Das müsste dann der letzte Baum sein. Ja,
Jetzt kann man die Axt als kaputt erklären. Wir können hier nur so ein bisschen und ein bisschen nachpflanzen, können wir übrigens auch. Und dann noch so ein bisschen mehr pflanzen. So, und das war's dann auch schon. So, die Axt ist kaputt. Das bedeutet im Klartext, damit den auch jemand mal benutzt. Tschüss. So. Und jetzt schauen wir mal, wie es so der Erntemaschine geht. Wie viel Holz haben wir jetzt? Oh, eine ganze Menge. Huch. So. Ja, ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber kann man mal machen. Einfach damit man mehr Samen kriegt. So. Ich habe immer die Befürchtung, hier ist es so dunkel, dass hier Monster spawnen. Aber der Kollege hat ja schon ganz gut ausgeleuchtet. Hat er gar nicht schlecht gemacht hier mit Repeater und Redstone, Pipapo. Ja, nicht schlecht. Dann Wassermarsch. Oh yeah. So, können wir direkt rüberlaufen. Und da hinten wird das Wasser dann langsam aber sicher zu Sumpfwasser, weswegen es diese bräunliche Färbung hat. So, jetzt wollen wir schauen, ob das hier auch alles wunderbar funktioniert. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Doch, teilweise. Schwimmen die? Treiben die? Ich habe nicht so den Eindruck. Kann sein, dass das Wasser hier still ist, weil Wasser von da drauf fließt. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich befürchte es. Ich wette, wenn wir das Wasser jetzt wieder abstellen. Das sieht echt witzig aus, wie das von normalem Wasser zu Sumpfwasser übergeht. Ich wette, wenn wir das Wasser jetzt wieder abstellen, dann fließen die auch ab. Ist ja eigentlich kein Thema, dann muss man das Wasser halt einmal kurz anstellen und dann direkt wieder abstellen. Das passt schon. So, auf Wiedersehen. So. Wow. Und jetzt, ja genau, jetzt fließt es auf jeden Fall. Ja klar, weil wenn da nämlich Wasser drüber fließt, dann ist ja jeder Block hier mit Wasser gefüllt. Quasi, kann man sich so vorstellen. Und das bedeutet dann, dass da halt stehendes Wasser ist. Autsch. Aber wenn man es dann wieder abstellt, geht's ja. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie viel da so ankommt. Oh. Oh, ich bin voll. Oh. Oh, oh. So, keine Ahnung. Müssen wir mal kurz was ablegen. Das hätte ich so nicht gedacht, dass da so viel bei rumkommt. Die Gartenkiste ist voll. Da kann ich jetzt keinen Walzen mehr ablegen. Darum, keine Ahnung, lege ich hier so ein bisschen Erde ab. Würde nicht reichen, darum lege ich nur ein bisschen Holz ab. Nein, nicht das Schwert, nicht die Samen, sondern das Holz. So, und jetzt hoffen wir, dass es reicht. Was sagt Order City? Order City sagt, dass wir jetzt gleich Schluss machen. Order City sagt, jetzt ist finito. Und nicht überziehen, sonst musst du extra Part machen. Darum holen wir noch schnell hier ab und schauen, was bei rumkommt. Und eine ganze Menge. So, was sagt Order City genau? Ja, also eigentlich. Na, das war jetzt dämlich, aber ich kann hier mal anfangen. So mit so Besamen. Und keine Ahnung, lass den. Moment, wer ist nach mir dran? Philipp. Lass den Philipp dann einfach hier so mitten auf der Erntemaschine stehen oder so. Oder kletter noch schnell auf den Turm. Das hier mache ich noch gerade fertig. Ja, ist egal. Na komm. So.
Hup. Hup. So, und an dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Ich muss mich ein bisschen beeilen und sage viel Spaß beim Film. Tschüss.